Get it. Mein Name ist Marco Rummer, ich bin 45 Jahre alt und arbeite schon seit über 20 Jahren als Zerspannungsmechaniker. Ich habe den Beruf an einer Produwert an der Schule kennengelernt. Und wo ich da gesehen habe, was denn alles mit CNC-Maschinen machen kann, was mich direkt auch interessiert hat, und ich für mich gedacht, das muss es sein, das mache ich und das habe ich auch gemacht. Die Vorteile davon ist, es gibt viel, viel Lehre. Man möchte ganz viel drehen, fräsen, schleifen, bohren, feilen. Das sind so viele Sachen zu machen an dem Beruf, es geht eigentlich nie langweilig. Und das ist das, was eigentlich interessant ist an dem Beruf. Guter Name, Mathe, gutes technisches Verständnis, präzise, offen, sich weiterzuentwickeln. Weil an dem Beruf kommen immer neue Maschinen dabei, an Technik, die evoluiert so schnell, wir müssen einfach matt gehen. Die Herausforderung vom Beruf ist hauptsächlich technisches Verständnis. Ich muss eine Zeichnung lesen können von einem Stück, den zu verschaffen ist. Ich muss entscheiden können, was für Maschinen holen ich für das zu machen, was für Werkzeuge muss ich benutzen oder kann ich benutzen, für die entsprechende Qualität rauszukriegen, die vorgestaltet wird. An unserem Ausbildungsatelier haben wir CNC-Maschinen sowie auch konventionell Dreh-Fräsmaschinen, wo in alles drauf lehren kann. Wir noch motiviert Mathearbeiter, die gären, erfrosen, etwas den Jungen beizubringen. Oder wenn sie Hilfe brauchen, bei irgendetwas sind wir immer da und wir helfen auch gären. An mir Maschinen an der Produktion, die ihr nicht an der Ausbildung kennenlernt. Das ist das, was eigentlich interessant ist, wenn dazu bis zu uns kommen an Produktion, dass wir da weisen können, was wir alles machen können mit zig verschiedenen Maschinen. Hier bei Husky haben wir schon eine lange Tradition für junge Amerikaner auszubilden an dem Beruf und auch anderen Berufen. Und hier hat eine ganz große Probabilität, hier bei unserer Firma einen Arbeitsplatz, einen Festarbeitsplatz zu bekommen. Und kann sich auch hier bei uns weiterentwickeln. Bei uns ein ganz normaler Tagesauflauf, wir kontrollieren die Stücke, die laufen, müssen gucken, ob das der Zeichnung entspricht, ob die Qualität auch dem gewünschten Effekt hat, das, was wir brauchen. Wir vorbereiten schon die nächsten Stücke für. Muss ich gucken, ob die Zeichnung alles da ist, ob da an der Zeichnung auch alles draufsteht, was wir brauchen. Müssen CNC-Programme noch selber machen. Es gibt auch Bereiche, das braucht den Lohn nicht mehr. Wir gehen noch Maschinen, die müssen noch selber programmiert gehen. Also Informatik ist auch ein ganz wichtiger Aspekt von unserem Beruf.